Spätestens seit Anfang Oktober haben die Finanzmärkte verstärkt auf einen Sieg von Donald Trump gewettet. Also sind Bitcoin gestiegen, Gold gestiegen, die Kapitalmarktzinsen gestiegen. Alles das, was man vermutet, dass es steigen würde, wenn Trump gewinnt, weil dann eben die Defizite einerseits aus dem Ruder laufen könnten. Deswegen steigt Gold und die Kapitalmarktzinsen. Oder weil sie Donald dem Bitcoin freundlich gegenübersteht. Deswegen eben Bitcoin auch zwischenzeitlich noch mal gestiegen. Aber heute Morgen, heute Nacht sehen wir eine gewisse Rückabwicklung dieser Trades. Auch der Dollar, der von einem Trump-Sieg profitieren würde, das zumindest war die Positionierung der Märkte, der ist schwächer. Wir sehen den größten Tagesverlust seit Juli beim Greenback. Also was ist da los? Und wir haben auch über das Wochenende ein bisschen seltsame Entwicklungen gesehen aus meiner Sicht. Nämlich auf ein, zwei Wettplattformen ist plötzlich die Wahrscheinlichkeit, dass Harris doch diese Wahl gewinnt, deutlich nach oben geschossen, die von Trump deutlich nach unten geschossen. Das ist ein bisschen verdächtig aus meiner Sicht, denn die beiden Institute, die Wahlforschungsinstitute, die am besten das Wahlergebnis 2020, also bei der letzten Wahl, vorausgesagt haben, die sagen sogar einen Landslide-Sieg von Trump voraus, also einen sehr eindeutigen Sieg von Donald Trump voraus. Was stimmt, was ist richtig? Wir wollen uns die ganze Geschichte mal anschauen. Zunächst starten, was eben in dieser Woche ansteht. Und da ist natürlich diese Wahl am Dienstag, deren erste Auswirkungen wir dann erst am Mittwoch erfahren werden, sehr wichtig. Wir haben die Non-Manufacturing PMI Data, also ISM Dienstleistungsindex. Wir haben dann am Donnerstag, ungewöhnlich am Donnerstag, die Fed-Entscheidung mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 100%, dass die Zinsen um 0,25% sinken. Und wir haben dann das Auslaufen der Berichtssaison, könnte man sagen, 15% der S&P 500 Unternehmen werden berichten. Und das ist das, was wir heute Morgen an Headlines sehen. Hier etwa Bloomberg, und dort heißt es: Trump trade doubts weigh on dollar and boosting bond futures. Also die Anleiherenditen fallen, die Anleihekurse steigen, der Dollar fällt. Und hier sehen wir das Ganze, der Dollar, der ja im Grunde seit Mitte September ununterbrochen mehr oder weniger gestiegen ist, ganz ähnlich wie die Kapitalmarktzinsen. Also zu dem Zeitpunkt, als die Fed dann die Zinsen um 0,5% gesenkt hatte, ging es ab diesem Zeitpunkt im Grunde für Dollar und Kapitalmarktrenditen nach oben. Jetzt aber der Dollarindex 0,7% schwächer. Mexican Peso, der besonders leiden würde bei einem Trump-Sieg, der steigt 1% und so weiter und so fort. Also da passiert etwas. Und hier sehen wir mal diese Renditen oben in diesem Chart, die am Freitag dann fast auf 4,4% gestiegen waren. Es ging immer weiter nach oben über diese Trendlinie hinaus sogar. Der S&P 500 mit leichten Zugewinnen nochmal am Freitag, nachdem es ja am Donnerstag diese Verluste gegeben hat. Aber wir sehen, dass eben diese 10-jährigen Anleihenrenditen, wenn Sie mal diese dunkelschwarze Linie hier betrachten, noch nie sind die Renditen so stark gestiegen, nachdem die Fed eine Zinssenkung gemacht hat oder den Zinssenkungszyklus begonnen hat. Wir sind jetzt mal entspannte, fast 0,8% gestiegen bei der 10-jährigen Anleiherendite. Das hat es so noch nie gegeben, und damit machen faktisch die Anleihemärkte das kaputt, was die Fed zu erreichen versucht, nämlich eine Lockerung der Financial Conditions, die ja zu dem Zeitpunkt, als die Fed die Zinsen gesenkt hat, schon ohnehin sehr, sehr locker waren. Also die Märkte sagen, da spielen wir nicht mit, denn wenn ihr jetzt die Zinsen weiter senkt, wird Inflation kommen, zumal wenn Sir Donald dann versucht, Defizite mit Zöllen zu bekämpfen, was nicht funktionieren kann und wird. Und jetzt auch Problem für La Notenbank Fed. Hier sehen wir Reverse Repo Facility, jetzt auf 155 Milliarden Dollar gefallen. Das ist der niedrigste Stand seit Mai 2021, diese Reverse Repos. Das ist im Grunde freigemachte Liquidität, die man einsetzen wollte im Falle des Falles in der Corona-Zeit. Das hat man dann nicht gebraucht und damit letztendlich dieses Geld den Märkten zugeführt. Das wird aber jetzt immer weniger. Wir sind seit dem Peak 2022 mal entspannt um 2,4 Billionen Dollar gefallen. Und manche sagen, ja,
Wenn das auf Null fällt, dann muss die Fed wieder Quantitative Easing betreiben, also Staatsanleihen kaufen, zumal ja die Renditen, die Kapitalmarktzinsen so deutlich steigen. Und das könnte die Fed zu verhindern suchen, indem man eben hier diese Staatsanleihen kauft, damit Nachfrage nach diesen Staatsanleihen erzeugt, was die Renditen normalerweise nach unten drückt. Auch den Dollar. Hier sehen wir mal diesen Anstieg des Dollarindex auf der linken Seite mit dieser jetzigen Korrektur, die wir seit heute vor allem sehen. Und rechts sehen wir mal die Wettmärkte und eben diesen Zusammenhang mit Dollarindex, Renditen etc. All das lief relativ parallel nach oben. Sehen wir hier vielleicht besser nochmal höhere Renditen, höherer Dollar. All das sind Wetten auf einen Trump-Sweep, also auf einen Durchmarsch von Trump, Präsidentschaft, Senat und Abgeordnetenhaus. Also das geht Hand in Hand und die Wetten auf den Dollar, die waren ja deutlich nach oben geschossen zuletzt, gerade von Spekulanten. Und unten sehen wir mal, was erwartet wird jetzt an Bewegung. Wir sehen zum Beispiel am Mittwoch, wo also praktisch dann die ersten Wahlergebnisse displayed werden, wo man noch nicht weiß, ne, ist das dann schon eindeutig, überhaupt nicht eindeutig, was wird da passieren? Da erwartet man eine Bewegung von immerhin 2,15%. Dann haben wir am Folgetag FOMC, also Fed, da erwartet man 1,57%. Aber es gibt keinen Tag, an dem man weniger als 1% Bewegung erwartet. Der Dienstag vielleicht noch, also der Tag, an dem dann die US-Wahlen stattfinden. Und diese Volatilität, die dürfte gerade auch bei Krypto-Assets wie Bitcoin der Fall sein. Hier sehen wir mal, Bitcoin dürfte respektive die Kryptos an die 10% sich bewegen. Also das sind große Bewegungen. Hier haben wir die Prognosen bei der letzten Wahl 2020. Da hatten wir bei Bitcoin oder respektive bei Kryptos so um und bei 4%. Also das wird schon einiges rocken und wir sehen ja Bitcoin ja über $73.000 hier stehen. Dann aber wieder doch deutlich zurückgefallen zuletzt in den Bereich 68.000 und einige zerquetschte. Und Ursache ist das, was Sie hier sehen, nämlich predicted die Odds of Trump Victory 51% plötzlich nur noch und bei Harris 53%. Das ging also sehr, sehr schnell. Das ist die größte Bewegung, die wir je gesehen haben in dieser kurzen Zeit. Aus meiner Sicht ein bisschen verdächtig, dass das so schnell geht. Was ist da eigentlich passiert? Nichts, wo man sagen könnte, naja, das macht Sinn. Trump hat einen riesen Fehler gemacht. Harris hat was Geniales gemacht, sodass da die Dinge sich verändert haben. Nein, das ist nicht der Fall. Rasmussen, die auch immer einen sehr guten Track Record haben in Sachen Prognosen, die sagen einen sehr deutlichen Sieg von Donald voraus mit fast 300 Wahlmännerstimmen. Insgesamt ist es ja so, dass Untersuchungen zeigen, dass vor allem Republikaner-Wähler sich seltener so eindeutig bei Umfragen zu den Republikanern bekennen als Demokraten eben zu ihrer Partei, den Demokraten. Das zumindest ist das, was latent möglicherweise dafür sorgt, dass Trump immer so ein bisschen unterschätzt wird in diesen Wahlumfragen. Und hier haben wir Atlas Intelligence, die praktisch die besten Vorhersager waren für die Wahl 2020. Und hier gibt es gibt es nicht mal einen einzigen Swing State, in dem Harris vorne liegen würde. Also was passiert da? Wer hat da recht? Was sind da für Dinge am Laufen? Dreht da jemand oder versucht da jemand an der Uhr ein bisschen zu drehen? Hier sehen wir nämlich jetzt plötzlich die neuen Wettquoten in gewisser Weise und da liegt Harris nur in Michigan und Wisconsin vorne. Ansonsten aber Donald vorne und vor allem wichtig Pennsylvania. Das ist ja der Staat, der mit diesen 19 Wahlmännerstimmen natürlich das Schwergewicht ist unter diesen Swing States. So oder so. So, wir sehen, dass einige institutionelle Player, wie zum Beispiel Hedge Funds, jetzt hergegangen sind zuletzt und jetzt Aktien rausgehauen haben, und zwar so stark wie seit der Bankenkrise damals März 2023 nicht mehr, also Regionalbankenkrise, Sie erinnern sich. Wir sehen auf der anderen Seite am Freitag zum Beispiel Put-Call-Ratio 1,12, es gibt also mehr Puts als Calls, ungewöhnlich, normalerweise ist das genau andersrum, also ziemlich starke Absicherungen, die da auf der Seite passiert sind. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass die Bank of America befragten alles Dickfische am Markt, dass die jetzt so viel
rausgehauen haben, wie seit September 2015 nicht mehr. Also nicht nur Hedgefonds, sondern auch große institutionelle Player, die eher klassisch unterwegs sind. So sehen wir, dass der S&P 500 dann in der letzten Woche 1,4% verloren hat. Der Nasdaq 1,6%. Und wir sehen das hier unten, das sind die Insider-Verkäufer, also Leute, die Führungspositionen in Unternehmen haben und die verkaufen doch ganz erheblich ihre eigenen Aktien. Das ist das eine. Auf der anderen Seite aber ein unfassbar bullisches Sentiment nach wie vor. Etwa Bank of America Equity Sentiment, jetzt so hoch wie seit 2,5 Jahren nicht mehr. Kürzlich hatten wir Daten auch von der Bank of America, dass Fonds ihre Cashquote jetzt so niedrig haben wie seit 2015 nicht mehr. Also man kann sagen, alle all in, bis auf in letzter Zeit haben einige so ein bisschen ihre Chips vom Tisch genommen. Wahrscheinlich wollen sie erstmal abwarten, was mit dieser Wahl passiert. Nicht aber die Haushalte in den USA. Hier sehen wir höchste Allokation seit Dotcom-Blase mit 57% in Aktien. Und eins ist ja immer wieder interessant, nämlich diese 2007er Analogie. Und hier sehen wir wieder ganz ähnliche Moves. Wir hatten ja Mitte Juli sowohl 2007 als auch jetzt in diesem Jahr das Hoch. Dann hatten wir einen Abverkauf. Dann hatten wir jeweils am selben Tag, 18. September, die 0,5er Zinssenkung der Fed. An diesem Tag auch das Fed-Protokoll. Und am selben Tag dann im Prinzip neue Highs, 9. Oktober. Und jetzt sehen wir, dass wir jetzt auch möglicherweise selbe Top-Formation haben. Ist halt irgendwie erstaunlich, auch wenn das natürlich jetzt nicht in irgendeiner Form Prognosekraft hat. Aber ich finde es schon sehr auffällig. Wir haben 2007 am 9. Oktober das Hoch gemacht, hier beim Dow dieses Jahr am 18. Oktober, beim S&P 17. Oktober diesen Jahres, 2007 war es der 11. Oktober und beim Nasdaq war es der 31. Oktober und in 2007 und in diesem Jahr der 30. Oktober. Also das ist schon eine seltsame Geschichte, sagen manche, naja, ist doch eigentlich wurscht, wer Präsident wird, übergeordnet. Bin nicht so sicher, ob das diesmal auch so gilt, denn das wird schon ein fundamentaler Unterschied sein in der Politik. Und die Märkte reagieren halt, wie die Märkte reagieren, auf Liquidität oder eben auf das fundamentale Umfeld. Und natürlich spielt dann ein Präsident oder eine Präsidentin für dieses fundamentale Umfeld natürlich auch eine sehr wichtige Rolle, so oder so. Hier sehen wir mal the S&P 500, die aus diesem Aufwärtstrend rausgefallen ist. Also da ist schon ein bisschen technischer Schaden auch entstanden, auch wenn wir heute positive Futures zunächst mal sehen, auch initiiert durch das, was Freitagnachmittag nachbörslich dann noch kam, nämlich dass Nvidia Intel im Dow Jones ersetzen wird. Das hat Nvidia dann nochmal ein Prozentchen nach oben gebracht, Intel dagegen ein Prozentchen nach unten. Dow Jones ja preisgewichtet, das heißt, da wird Nvidia jetzt nicht so ein Schwergewicht sein. Da zählt ja der reine Preis einer Aktie, was aus meiner Sicht ziemlich schwachsinnig ist. So, jetzt haben wir bei Nvidia, wenn wir da schon mal sprechen, 45% der Umsätze von Nvidia kommen von 5 Firmen. Eine davon ist Supermicrocomputer, die ein bisschen ein Problem haben. Aber Meta zum Beispiel hat jetzt das zweite Quartal in Folge die Erwartungen für Investitionen nicht erfüllen können, hat enttäuscht, also weniger Nachfrage nach Nvidia-Chips, Fragezeichen. Wir sehen, dass diese Märkte sehr, sehr teuer sind insgesamt, aber vor allem diese CapEx, die wir jetzt von den großen Firmen bekommen haben, also diese Investitionsabsichten, die liegen bei 8,3 Milliarden, das ist unter der Erwartung von 11 Milliarden, die Wall Street vorher hatte, und das alles in einer Situation, wo wir jetzt praktisch ein sehr teures Price-Earnings-Ratio haben, nämlich bei 31 für die 10 großen Firmen in den USA, also alles andere als billig. Und hier sehen wir mal, die Analysten reagieren und haben das Earnings Growth, die Earnings Growth Erwartung, also die Gewinnerwartung für diese Magnificent Seven Aktien heruntergenommen. Ja, sowas. Und wenn wir nochmal nach Deutschland kommen und zu den Problemen, die wo wir haben, wie Klinsmann sagen würde, dann sehen wir, Toyota produziert etwa 10,6 Millionen Fahrzeuge. VW 8,7 Millionen Fahrzeuge, also weniger. Toyota hat 375.000 Mitarbeiter, VW hat 675.000 Mitarbeiter, also deutlich mehr, fast das Doppelte. Toyota betreibt 67 Werke, VW 120 Werke.
Toyota hat 21 Milliarden Euro Gewinn gemacht, Volkswagen in Anführungszeichen 2023 nur 15,8 Milliarden. Also wir sehen, da haben wir Effizienzprobleme. Volkswagen hat mehr Leute, hatte mehr Werke. Die Leute sind sehr, sehr gut bezahlt. Deswegen finde ich diese Ansagen, ja, man könne jetzt nicht auf dem Rücken der Beschäftigten hier Lohnanhebungen nicht durchführen. Die armen Mitarbeiter, denen geht es bei VW sehr gut. Dementsprechend sind die Zeiten jetzt härter und jetzt muss eben im Sinne der gesamten Firma müssen Schmerzen verteilt werden. Das will natürlich keiner einsehen, aber es ist eben diese Behördenstruktur, dieses Schwergängige, die Politik mischt mit bei Volkswagen, die ganze Geschichte so schwierig macht und weswegen man vielleicht nicht so optimistisch sein sollte für Volkswagen und vielleicht auch nicht für den Arbeitsmarkt hierzulande. Das Beschäftigungsbarometer des IFO-Index jetzt auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen. Also die Schmerzen kommen jetzt auch am Arbeitsmarkt an. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Da zum Beispiel Sid Donald. Wird Trump vielleicht sogar, wenn er gewinnt, zum Partycrasher? Denn Trump hat ja 2016 zum Beispiel gesagt, ah, wisst ihr was, Unternehmenssteuer wird gesenkt. Das fanden die Märkte damals cool. Aber jetzt haben wir ein anderes Umfeld. Wir haben einen massiven Gegenspieler, nämlich die Kapitalmarktzinsen, also den Anleihenmarkt. Und wenn Trump jetzt hergeht, Unternehmenssteuern senkt, also die Budgetposition des Staates noch weiter verschlechtert, dann werden die Anleiherenditen durch die Decke schießen, Geld also immer teurer werden und das wird eben nicht mehr so funktionieren. Trump wird also, wenn er denn gewählt werden sollte, das nicht so umsetzen können. Hervorragender Artikel, sehr empfehlenswert, gerne auch weiterempfehlen mit diesen Social Media Button. Und hier nochmal, das was aktuell ist, dieser Trump Trade in Bewegung, Renditen und Dollar fallen und jetzt wünsche ich das Allerbeste. Sag Servus, ciao.